sag, ist dieses Runway-Casting für eine missmutige oder eine fröhliche Marke? Ist dann wohl eine missmutige Marke. Zeigt mir den Balenciaga-Blick. Die Aussehen bezahlen die Tickets. Nicht schlecht, hä? Und was machen Sie so? Ich verkauf Scheiß. Es geht für alle. Jawohl, Sir. Jawohl, Ma'am. Ich befehle Ihnen, fühlen Sie den Moment. Nein. Nein? Was? Sie sagen Nein zu mir? Nein, nein, ich mache das. Yes. Darauf stoßen wir an. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Es war so toll gewesen, weil es ist eine grosse Ehre, mit ihm zu arbeiten. Und ich habe mich wieder neu entwickelt und es wird mir also eine grosse Erinnerung sein. Und ich bin auch dadurch ein bisschen gewachsen. Man wächst ja mit jeder neuen Rolle. Und der Rüben hat mir so viel geschenkt und auch das ganze Team. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es ist so wichtig, dass auch der Humor und dass man dann noch mehr denken tut. Was ist jetzt mit diesem Film? Und ich will nicht zu viel verraten, aber mir ist es auch so gegangen. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen und ich kenne eigentlich alles, aber ich denke immer mehr darüber nach und ich lache immer mehr. Und es ist für mich ein Geheimnis, warum der so gut bei den Leuten ankommt. Also das ist eigentlich das grösste Geschenk, das ist der Traum von allen. Und das ist natürlich Ruben Östlund, die das mit uns gemacht haben. Muss ich anschauen. Ja, wäre es möglich, sie zu reinigen? Nun, ich denke nicht, dass das möglich ist, Ma'am, weil dies ist eine Motorjacht. Ja. Daher haben wir keine Segel.